Bereit für mehr? Oder ist zu hoch schon? Ja? Was ist Materie? Wenn wir mal uns so irgendwelche Bausteine angucken, ja, und mal weiter hineingehen mit dem Mikroskop, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, dann kommen wir wohin? Zu den Atomen. Von der Schule wisst ihr noch, ja, Atomkern und dann da, ja, so ein paar Dinger, die da so rumfliegen, ja, die Elektronen, Protonen, Neutronen, ja. Das Ganze nennt man dann halt eben das Atommodell. Was passiert hier, wenn Bewegung ist? Überall, wo Bewegung ist, entsteht ein elektromagnetisches Signal. Ich sage einfach mal so irgend so etwas so in der Art. Ja? Und jetzt gibt es für jedes Atom ein ganz spezifisches, einzigartiges Signal. Das heißt, wir sind letztendlich elektromagnetische Signale. Ja, wenn du noch weiter gehst, von den Atomen noch tiefer hinein, das heißt also auf die Quantenebene gehst, dann bist du im Prinzip eigentlich gar nichts mehr. Da ist nichts mehr greifbar. Ja, da ist nichts mehr greifbar. So, und da alles Schwingung ist, das heißt dein Körper Schwingung ist, weiß man aus der Elektromechanik, ja, dass man Frequenzen, Schwingungen durch andere Schwingungen verändern kann. Ja? Also wenn ich irgendein Signal habe, setze ich ein anderes Signal dagegen und schon verändert sich die Kurve. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel. Hier haben wir so ein Signal, einfach mal so klassisch aufgezeichnet. Ja. Ich setze ein anderes Signal dagegen, meinetwegen genau umgekehrt. Ja. Überlager diese beiden, wisst ihr, was das gibt? Hebt sich gegen hebt sich, es gibt nichts. Ja. Die löschen sich aus. Wenn ich das aber ein bisschen Seiten versetze, also angenommen, ich fange jetzt mit dem zweiten Signal an. Ja? Ich setze noch eins drauf, meinetwegen hier so dieses. Ja? Dann gibt das ein neues Signal, nämlich die fangen an, sich zu addieren. Ja? Das heißt, Frequenzen addieren sich, es wird ein neues Muster geben, was dann so aussieht. Ja? Das heißt, die fangen an, sich zu verschachteln, zu verschieben, zu addieren. Und es gibt also ganz neue Frequenzen. Gedanken. Was sind Gedanken? Auch Schwingung. Auch Frequenzen. Okay. Wenn ich mit Frequenzen Frequenzen verändern kann und Gedanken Frequenzen sind, was kann ich dann letztendlich mit den Gedanken erreichen? Was sich verändert? Was verändert? Die Schwingung. Welche? Eigene. Ha? Eigene. Alle. Grundsätzlich alle. Durch Kraft der Gedanken. Ja, und wenn ich dann noch weiß, wo ich bestimmte Punkte setzen muss, bestimmte Resonanzpunkte, damit das Signal eingespeist wird, sage ich einfach mal wie bei einer Fernsehantenne. Ja, das heißt, da kommt das Signal an, ja, das Fernsehbild irgendwo an der Antenne, aber da oben ist nicht der Fernseher, sondern der Fernseher steht unten im Keller, aber oben kommt das Signal an, ja, wird es runtergeleitet und im Keller siehst du das Bild. Ja? Das heißt, auch da brauchen wir irgendwo in dem System eine Antenne, einen Eingabepunkt, um ein Signal in einen Körper zum Beispiel hineinzugeben. Ja, und somit ist es möglich, das heißt durch Resonanzpunkte am Körper, tatsächlich alles im Körper zu verändern. Hiermit ist es mit einem Mal möglich, bis hinein in die Genstruktur zu arbeiten. Bis hin zu Gene verändern. Alles möglich. Möglich. Ob es gemacht werden darf, ist eine ganz andere Geschichte.
Das wird gleich das Thema sein. Ja? Aber zumindest vom Prinzip her ist alles möglich. Das heißt, wir können jede Zelle, wir können jedes Signal verändern, immer nur unter Voraussetzung, wir dürfen das. Meine Frau damals, die hatte Krebs, heute hat sie keinen mehr. Ja, die ist kerngesund. Ich habe also nur mit austherapierten Menschen angefangen zu arbeiten, also wirklich nur mit Menschen, die schon quasi den Totenschein in der Tasche hatten. Die leben heute alle noch. Ja? Aber es bedarf etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich, dass derjenige, um den es geht, sagt, okay, ich bin auch bereit dafür. Ja? Hier stell dir jetzt einfach mal vor, da du mit Kfz dich so ein bisschen auskennst. Das heißt, durch dieses Verändern der Dinge, ja, mache ich ein Tuning bei dem Auto. Das heißt, der wird tiefer gelegt, da kommt ein neuer Motor rein und richtig ordentlich Power rein. Ja, das wird alles gemacht. Das ist aber nur der Körper. Ja, also der Körper entspricht dem Auto. Nur wer fährt das Auto? Das bist du als Geistwesen. Das heißt, du als Geistwesen kommst hinein in deinen Körper bei deiner Geburt und bei dem Tod steigst du wieder aus. Gibst dein Auto wieder ab. Ja? Das heißt, du als Geistwesen da drin, du bist der Chauffeur deines Autos. Und jetzt liegt es an dir, obwohl das Potenzial vorhanden ist und du sagst, oh, ich traue mich nicht. Dann kannst du auch nie herausfinden, wozu dein Auto fähig ist. Ja, das heißt, das ist dann deine Arbeit, die Dinge zu tun, die getan werden müssen, um das, wofür du eigentlich da warst, damit das auch funktionieren kann. Und jeder hat vielleicht ein anderes Auto. Richtig, jeder hat ein anderes Auto. Deswegen, wir sind ja alle einzigartig. Wir sind ja alle einzigartig. Vielleicht ja? So ein laues Ding. Naja gut, aber du kannst den ja aufmotzen, wenn du willst. Nur die Frage ist, was bist du bereit dafür zu tun? Warte, wenn die so aufgemotzt werden können wie die Porsche. Boah, wer sagt das? Ja. Wer sagt das? Wer sagt das? Alles ist möglich. Ja? Und ich habe bei mir auf der Webseite einen Film bereitgestellt, von russischen Wissenschaftlern, die wissenschaftlich nachgewiesen haben, schon Mitte der 90er Jahre, dass es möglich ist, Organe nachwachsen zu lassen. Ja? Und das behaupte ich schon seit Ende der 80er Jahre, dass das möglich ist. Das lehre ich. Ja? Das heißt, du kannst dein Fahrzeug so tunen. Nur du musst die Vorstellung haben davon. Das, was du dir nicht vorstellen kannst, kannst du nicht erreichen. Nehmen wir wieder dieses Beispiel von dem Architekten. Wenn der Architekt sich nur vorstellt, eine armselige Hütte bauen zu können, wird er nie einen Traumvilla bauen können. Wird er nicht. Weil die Vorstellung nicht da ist. Ja? Das heißt, Grenzen gibt es nur in unseren Köpfen. Nirgendwo anders gibt es Grenzen. Das ist das, was wir begreifen müssen. Nur in unseren Köpfen gibt es Grenzen.